ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute habe ich ein Blitzrezept für euch. Über Ramadan kauft man fast täglich ein frisches Fladenbrot und es bleibt alles liegen. Was machen wir damit? Wegschmeißen kommt gar nicht in Frage. Ich möchte euch zeigen, wie ihr diese am leckersten wiederverwerten könnt. Und zeige euch gleich die Zutaten dazu. Ich habe zwei große Zwiebel klein geschnitten und brate das erstmal mit ein bisschen Öl an. Wer möchte, kann auch eine Zehe Knoblauch hineingeben und habe dann so ungefähr 300 Gramm Hackfleisch hineingegeben. Das Ganze wird schön angebraten, bis überhaupt keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Dann habe ich einen Esslöffel Tomatenmark oder Paprikamark, ist euch überlassen, hineingegeben. Und das wird dann auch schön angebraten. Ich schmecke das mit Salz, Pfeffer ab und gebe so ungefähr 3 bis 4 Tomaten, die ich klein geschnitten habe, hinein. Das Ganze wird so lange gekocht, bis die Tomaten auch weich werden. Dann habe ich so ungefähr 100 ml Wasser hineingegeben, den Herd schon mal ausgemacht und lasse es dann einfach weiter köcheln, so 5 bis 7 Minuten. Ich hatte altes Fladenbrot, mein Brot war so 3 Tage alt, ist auch richtig trocken geworden. Ich werde das Brot erstmal mit Wasser anfeuchten und in den Ofen geben. Wenn das Fladenbrot so 1 Tag alt ist, braucht ihr das nicht mit Wasser anfeuchten, aber meins war schon wirklich 3 Tage alt und fast trocken. Dann brauchen wir Joghurt, so ungefähr 300 Gramm. Ich habe das mit Salz abgeschmeckt. Wer möchte, kann eine Zehe Knoblauch hineingeben, aber über Ramadan mache ich das nicht so gerne und habe dann noch Paprika frittiert. Ich habe mein Fladenbrot im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad so ungefähr 15 Minuten gebacken, weitergebacken oder wie sagt man das, und schneide die in kleine Stücke. Wie ihr auch hören könnt, ist das Fladenbrot richtig knusprig geworden. Schaut euch das Video bis zum Ende an. Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch am Ende. Dann gebe ich das Fladenbrot auf einen Servierteller. Am besten ist das, wenn ihr für jede Person einen Teller vorbereitet. Dann gebe ich das Hackfleisch auf das Fladenbrot. Erst kommt die Flüssigkeit, die Soße, damit das Fladenbrot ein bisschen angefeuchtet werden kann. Das Brot muss knusprig bleiben, aber dann noch immer noch saftig. Deswegen hatte ich ja auch 100 ml Wasser in das Hackfleisch hineingegeben. Dann gebe ich das Hackfleisch einfach über das Brot. Fladenbrot ist Bestandteil des Ramadan. Über Ramadan werden so viele Varianten gebacken. Jetzt gebe ich mein Joghurt über das Hackfleisch. Ihr könnt Joghurt auch über das Brot geben. Es ist völlig egal, die Reihenfolge. Aber ich mache das lieber so und gebe dann von der Soße noch ein bisschen über mein Joghurt und dekoriere das mit den frittierten Paprikas. Ich habe zusätzlich Butter zum Schmelzen gebracht und es mit rote Paprikapulver angebraten und habe das dann darüber gegeben. Müsst ihr nicht machen, aber mit Butter schmeckt das natürlich richtig lecker. Genau, Fladenbrot. Ich wollte euch nochmal zu Fladenbrot etwas sagen. Über Ramadan wird in der Türkei nur Fladenbrot gebacken und das duftet so richtig nach Fladenbrot. Es heißt nicht umsonst Ramadan Pidesi. Über Ramadan wird in allen Bäckern ein spezielles Fladenbrot gebacken und das duftet ganz, ganz anders. Und das wird auch anders vorbereitet. Ich lüfte das Geheimnis von Ramadan Pide Rezept, die von allen Bäckern in Schließfächern aufbewahrt wird. Das Rezept kommt am Sonntag. Schreibt mir doch einfach, wenn ihr das doch früher haben möchtet. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos teilen und kommentieren würdet. Und sage Tschüss bis zum nächsten Video.